Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Need for Speed Most Wanted. So, wir machen einmal. Alles haben wir nicht. Rundenkurs haben wir noch nicht. Drei Runden. Los geht's. Yeah. Das lief ja eben super. Das lief doch super. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Schwierig. Ich schwöre die Strecke ein bisschen. Ha. Am Arsch, Junge, am Arsch. Man sollte auch mal auf eine Karte gucken, ne? Mein Fehler manchmal. Das ist so. Hui. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gerade wegen Themen und so, ich weiß es nicht. Autsch. Ich lasse mir gern zwar mal was spontan einfallen, aber manchmal Autsch. Er ist ja unfassbar, meine Fresse. Mann! Was geht? Ich lasse mir erstmal ein Thema einfallen und dann muss ich sagen, bis gleich. So. Oh, Entschuldigung. Hab ein Thema gefunden. Und das hat nichts mit Röbsen zu tun. Nee, das Thema ist, ihr kennt ja, Supermärkte und Discounter. Discounter. Ja, ich werde genau jetzt Product Placement machen, weil ich Discounter nenne, aber ist mir scheißegal. Discounter sind Penny, Lidl, Aldi, Netto, ne?
Und Supermärkte sind halt Marktkauf, Rewe und sonstige, die sich Supermärkte nennen. So. Von den Produkten her sagen sie ja vom Angebot her haben sie ja mehr. Also die Supermärkte. Ich meine, ist ja auch so, dass das ist ja auch so, dass Supermärkte viel mehr Angebote haben, aber aber Discounter sind da ein bisschen billiger, also günstiger, sag ich mal. Und wenn man das so vergleicht, dann habe ich schon mehrere Dokus drüber gesehen und naja, was sind meine Erfahrungen dazu? Klar sind Supermärkte deutlich teurer. Die sind teurer auf jeden Fall. Aber naja, im Supermarkt kriegst du halt das, was du halt haben möchtest. Zum Beispiel spezielle Pizzen, also Pizza. Und ja, spezielle Sachen, die man halt im Supermarkt nicht kriegt. Und da muss man halt auf den Supermarkt zurückgreifen. Weil das anders halt nicht geht. Aber manchmal hat auch ein Supermarkt, manchmal hat auch ein Discounter einen Supermarktartikel, den er sehr günstig anbietet, was ich auch teilweise sehr feiere, weil ich ja auch, ich will nicht sagen Hartz IV-Empfänger bin, Hartz IV kriege ich nicht, kriege halt Sozialhilfe. Das ist kein Hartz IV. Es ist Sozialhilfe halt. Und ist halt was anderes. Ne? Weil ich habe mitgekriegt immer, ich habe das ja ein bisschen beobachtet, wie das so mit Discountern und Supermärkten ist. Discounter haben selten Sachen, die... na gut, Markensachen haben Discounter auch, natürlich. Aber bekannte Markensachen... Wo kommt ihr denn her? Bekannte Markensachen haben halt wenige Discounter. Auch wenn sie es nur ein Angebot haben. Leck mich doch am... Alter, das ist doch wohl ein Hohn. Junge. Das ist ein Hohn, Leute. Das ist ein Hohn. Da wollte ich mal... Immer wenn ich ein Thema erzählen will, wenn ich was erklären will, Dann kommt so ein Arschloch daher und versaut mir das alles. Das kann doch nicht wahr sein, Junge. Oh. Na gut, ich merke ja noch nicht. Naja, manchmal gibt es auch Momente bei Discountern, wo man halt
Discounterwaren, die man halt selten im... Nee. Da gibt es halt Supermarktwaren, die halt man halt selten im Discounter kriegt. Und die sind dann... Und die sind dann halt meistens günstiger als im Discounter. Das ist... Nein. Entschuldigung. Die sind dann halt meistens günstiger als im Supermarkt. Das habe ich schon mehrfach mitgekriegt. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das sogar gut. Weil Leute, die nicht so viel haben, die sind halt froh darüber, wenn sie mal, ich sage mal, ein Luxusprodukt genießen können quasi für einen Tag. Die sind halt froh darüber, dass sie das für den Tag halt haben, dass sie es genießen können und ja, das ist halt wie, ich weiß nicht, wie das, ich meine gut, ich kann das auch gern gut einordnen, nur ich weiß nicht, ob jeder, der das Video jetzt guckt, ob er der das verstehen würde. Autsch, Alter, wie der geflogen ist. naja, zum Beispiel eine Pizza. Zum Beispiel eine Pizza von, ich will die Marke jetzt nicht nennen, aber ich sag mal, eine fast 3 Euro teure Pizza, die man am Monatsanfang kauft, wenn man sich mal was leisten möchte, wenn man am Monatsanfang ja mal leben will wie die anderen, ne, nicht, man will halt nicht leben am Anfang des Monats wie wirklich die Unterschicht, und deswegen kauft man sich sowas. Also habe ich, ich will nicht sagen, bei mir ist es auch so, aber ein bisschen teilweise. Aber ich will mir auch mal was leisten können. Scheiße. Ne, ich will mir auch mal was leisten können am Anfang des Monats. Und wenn es eine Pizza ist oder irgendwas anderes, ich will mir das mal leisten können, weißt du? Das ist... Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber bei mir ist es halt so. Das ist, bei mir ist das immer so, ich... Anfang des Monats... Oh, nein! Scheiße, Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Hätte ich ihn machen dürfen. Aber mir ist es Anfang des Monats halt immer so. Und wenn ich was habe, kaufe ich mir immer was. Also, es ist auch so mit Spielen oder so. Wenn ich mir jetzt, wenn ich Anfang des Monats Geld kriege, dann kaufe ich mir meistens ein Spiel, zum Beispiel für ein 3DS oder so. Nicht, dass ich das Let's Playen könnte, aber... ja, ich brauche was ich feiere, was ich gerne spiele, was ich gerne mal spielen würde, zum Beispiel. Und, naja, so ist das halt. Ist ja nicht nur mit Spielen so, es ist auch mit Essen so. Ich probiere ja auch gerne Essen aus. So neue Sachen für die Mikrowelle zum Beispiel. Oder ja, was man sich halt kochen kann. Was,
so in, was in der Werbung ist, auch wenn ich keine Werbung sehe, weil ich naja, ich habe kein Fernsehen an. Ich gucke ja kaum Fernsehen. Da sehe ich kaum Werbung. Das ist aber auch so wieder so eine Sache, ne? Heutzutage, da sagst du zur Werbung, ach nö, muss das denn sein, weißt du? Damals, also wirklich damals, da konntest du dir wirklich die ganze Werbung merken, sag ich mal, weil Werbung damals war teilweise Ohrwurm. Zum Beispiel, auf diese Steine können sie bauen, schwer Bescheid. Weißt du, das ist so ein Ohrwurm quasi. Und da hat sehr viel drauf aufgebaut. Also die meiste Werbung hat drauf aufgebaut, auf jeden Fall. Und damals die Werbung, die hat wirklich viel Ohrwurmpotenzial gehabt. Also wenn man das mit heute vergleicht, das... Naja, das kann man heutzutage gar nicht mehr vergleichen, weil es ist... Die Leute heutzutage, also die Firmen heutzutage, die machen sich gar keine Gedanken mehr darum, wie sie ihre Werbung präsentieren, weil das ist... Wenn man das mit damals vergleicht, damals war das echt, ich weiß nicht, damals war das, da konntest du dir das merken, weil das war ein Ohrwurm manchmal, das ist unfassbar manchmal gewesen, damals, das ist... Kein Sichtkontakt mehr. Standby, scheint weg zu sein. Habe Sichtkontakt. EFCode 3. EFCode 3. Sag mal, hast du schon wieder dreimal in die Schüssel geschissen? Das ist ekelhaft. Mal sehen, ob wir ihn erwischen. Ich bremse mal ab. Informationen für die Verfolgergruppe. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung in der Nähe des Bankenviertels. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. So. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TLC-3 koordiniert. Ne, aber bei den manchen Werbung damals, da, da hat man wirklich, Sachen gehabt. Oder zum Beispiel, Lea damals, wenn ihr, na gut, die Jüngeren unter euch ihr kennt das nicht, aber Lea damals. Ne? Leerdammer. Oh. Das bleibt halt hängen. Das bleibt im Gehirn. Weißt du, da kann sonst was kommen. Das fällt einem immer ein. Leerdammer. Auf jeden Fall. Das ist halt damalige Werbung gewesen. Das ist... Die konnte man sich echt merken. Das ist halt so. Ich frage mich gerade... Ein Rennen mache ich noch. Wenn es kurz... Nein. Ja, Rennen sind alle fertig. Ich mach Maischellen noch. Hier, Maischellen. Radarfalle. So. So, Radarfalle mache ich noch und dann mache ich eine Aufnahmepause. So. Weil, ja. Also das sind so eine Sachen, die ein... Alle an der Sektorsperrung beteiligten Einheiten. Das sind solche Sachen, wo man sagt... Das sind solche Sachen, wo man sich sagt, Mensch, das weißt du noch.
Das war mal geile Werbung gewesen. Den Sound, den hast du immer noch im Ohr. Weißt du, das... Den Sound hast du immer noch im Ohr und... Ja, den Sound hast du immer noch im Ohr und das... Man wird ihn auch nicht los. Das ist schon... Oh, wie lange ist das her? 6 bis 10 Jahre? 6 bis 10 Jahre mindestens. Und das bleibt einem im Kopf, weißt du, das... Und egal wie... egal wie die Werbeträger heute sind, heutzutage, egal wie die heutzutage sind, das kriegen die nie hin, dass man das im Kopf behält, von der Werbung her, das kriegen die nie hin, weil das ist so schwer einfach an damals anzuknüpfen, das ist unfassbar einfach. Das schaffen die gar nicht. Das schaffen die nicht. Das schaffen die nicht. Yeah. So, jetzt gehe ich mal zum Unterschlüpfer und speichere erstmal. Und dann werde ich es erstmal sagen. Bis gleich im Endscreen. Ja, da sind wir auch schon angekommen im besagten Endscreen und Rennen lief ja einigermaßen gut dafür, dass ich da so ein bisschen... ich will nicht sagen angeheitert war, aber ja doch schon so ein bisschen. Und naja, an der nächsten Aufnahmesession geht es dann weiter, die ich heute noch aufnehmen werde, weil ich habe ja keine Parts mehr, die ich dann für morgen oder übermorgen dann hochladen kann. Und ja, muss ich später dann noch machen. Das nächste Mal geht es wahrscheinlich mit der Polizeimission weiter, wo ich ja meistens, also der, naja, der Vergangenheitsrom Dexter hat immer Angst vor, weil die ja auch immer stärker werden, die netten Polizisten und so. Und naja, das wird immer dezent schwieriger und... Naja, kann man schon verstehen, dass man da so ein bisschen, Angst hat und so. Das werde ich aber durchziehen und mal sehen, wie es läuft. Ne, also, wenn da Fails passieren, kann ich nichts daran ändern, aber wenigstens bin ich da quasi nüchtern, wenn ich das mache, weil, naja. Zu der Zeit darf ich halt nichts trinken und so. Da, ich meine, gut. Wenn ich das mache, ist es wahrscheinlich morgens oder so. Ich weiß das noch nicht. Naja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.